Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultierland Kinobericht. Dieses Mal gab es Olympus Has Fallen. Die Geschichte ist ziemlich schnell erklärt. Nordkoreanische Terroristen greifen das Weiße Haus an, erobern es und nehmen den amerikanischen Präsidenten und ein paar andere als Geiseln im Bunker, wie es so mal ist. Bei den Namen, da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Wir erleben ja gerade so den Generationswechsel. Weg von Bruce Willis, weg von Arnold Schwarzenegger. Die neue Generation heißt dann hier Jared Butler. Ich glaube, das war derjenige, der bei Wetten, dass Nüsse mit seinem Hintern knacken musste. Der Aaron Eckhart und Morgan Freeman. Also Aaron, der ist dann der amerikanische Präsident. Jared Butler ist der Secret Service Agent, der ihn dann natürlich retten muss. Und Morgan Freeman spielt dieses Mal nicht Gott, sondern den amtierenden oder Acting President. Also der, während der andere halt als Geisel ist, kann er ja nicht weiter Präsident sein bei den Amis. Nee. So, mich hat der Film gefesselt. Ein Actionfeuerwerk, kann man ja nur sagen. Und dann natürlich mit diesem genialen Szenario, es geht ums Weiße Haus. Ach ja, Codename fürs Weiße Haus. Beim Secret Service ist übrigens Olympus und daher auch der Titel Olympus Has Fallen. Aber egal. Also, geniales Setting. Also wenn man das selbst alleine guckt oder mit ein paar Kumpels oder Kumpelinnen und man ist in dieser hirnlose Action, aber mit einer spannenden Geschichte, dann ist man geneigt, diesem Film locker 9, 9,5 Punkte zu geben, auch wenn man es real betrachtet viel, viel, viel flacher bewerten müsste. Dann gibt man halt nur eine 8 oder sowas. Ich fühlte mich grandios unterhalten, weil ich einfach in dieser Stimmung war. 120 Minuten oder naja gut, knappe 2 Stunden. Ihr braucht nicht bis zum Ende sitzen bleiben, wenn ihr den im Kino gucken solltet oder vorspulen, dann könnt ihr euch sparen, so viel passiert ja nicht. Ich fand es super geschauspielert, egal von welchem, ohne jetzt ins Detail zu gehen, vielleicht das eine, aber da verrate ich jetzt nichts, sonst würde ich euch vielleicht den einen oder anderen Twist verraten, nämlich da ist noch ein bisschen was. Was soll ich sagen? Was der Film mich auf jeden Fall hat, ist unheimlich stark an, weil ich eben noch den Bruce Willis erwähnt habe, weil der Film erinnert mich unheimlich stark an den ersten Teil von Stirb langsam. Nur, dass es jetzt nicht Nakatomi Plaza ist, sondern das Weiße Haus. Jetzt haben wir einen Secret Service Agenten, nicht einen Polizisten und sowas. Pi mal Daumen so. Und wenn ich heute noch, sind wir uns ja alle einig, Stirb langsam Reihe, auch der erste, super Filme, klasse, toll. Und in die Richtung geht es, ich möchte mal nicht behaupten, wobei, Fortsetzung, warum nicht? Man könnte diese Geschichte um den Secret Service Agenten mit dem Präsidenten noch ein bisschen fortspielen. Die können ja noch 1, 2, 3 Abenteuer erleben, wo er dann den Präsidenten immer retten müsste. Also Potenzial ist da. So, Anguckempfehlung, ja, wenn ihr denn so auf bombastische, actiongeladen Filme steht, mit einem wirklich coolen Szenario. So, das soll es gewesen sein. Ich persönlich mit meinem Filmgeschmack würde mir diesen Film angucken. Ich würde ihn auch direkt nochmal gucken wollen, allein weil die Story und gerade, ich verrate nichts, guckt ihn euch an. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.